von Publikums, Zielgruppen. Also es hat wirklich alles gestimmt, bis auf den kleinen Orkan am Freitag, aber selbst der konnte uns ja nichts anhaben. Als du im Januar angefangen hast, hast du glauben können, dass das so schnell geht mit dieser unglaublichen Konzeption und dem Umsetzen? Nee, das habe ich mir so überhaupt nicht vorgestellt. Ich habe überlegt, was kann man denn so ändern, was für Kleinigkeiten könnte man ändern. Aber dann haben wir eben gemerkt, wenn man ein Steinchen verändert, kommt das nächste und plötzlich hat man doch irgendwie ein neues Haus gebaut. Aber trotzdem steht es halt irgendwie auf den Fundamenten, um jetzt mal diese Metapher weiter zu benutzen, von den Vorjahren. Also wir haben ja trotzdem ganz großen Jazzanteil, ganz großen Weltmusikanteil. Also Bregovic gerade, bombastisches Konzert, Kronos, Innovation und Weltmusik und Klassik. Also ich glaube, auch die Music for Silent Movies und die Auftragskomposition, alles ist aufgegangen. So ein paar kleine Überschneidungsprobleme muss ich im nächsten Jahr nochmal überdenken. Aber ansonsten glaube ich, dass die Leute wirklich Spaß hatten und dass es einfach, es war auch für die Künstler einfach nur geil. Du bist ja nicht nur Festivalleiter, du bist ja auch Musiker und wie man weiß, ein richtig guter. Hat man da so seinen eigenen Favorite? War irgendwas besonders gut, was du erwartet hast oder nicht? Ja, ich habe mich schon sehr natürlich auf insbesondere das Kronos-Quartett gefreut, weil ich da auch so eine hohe Streicher-Affinität selbst habe. Aber ich fand auch Jean-Marie Machado heute sehr gut, den Pianisten. Ganz geschmackvoll und authentisch, von einer hohen Qualität. Ja, übers Festival verteilt waren, glaube ich, einige Sachen dabei, die ganz toll waren und die auch zu entdecken waren. Also Omega aus Galizien und Elu aus USA, aus der fast den Flügel USA auseinandergenommen hat. Auf jeden Fall Entdeckungen dabei. Und dann das Beste ist bei Eric Lewis, so heißt er ja, total netter Typ. Hat sich nachher ins Künstlerdorf gesetzt, mit uns ein Bierchen getrunken und hat dann, glaube ich, am Samstagabend auf der Beat Plantation bis 4 Uhr nachts getanzt. Ja, und musste heute in Montreux spielen. Wahrscheinlich total verkatert, aber es kann dem Muskelpaket ja nichts anhaben. Noch eine ganz kurze Anmerkung. Mir hat Joel Burns verraten von Galexico, er würde gerne wiederkommen in einer ganz anderen Besetzung. Der hat sich praktisch angeboten, das ist ein Hammer, oder? Ja, es gibt eine Band, die auch aus der Gegend Tucson, Arizona kommt. Nennt sich, glaube ich, Ila Orchestra oder Ila Orchester, Orchester, weiß nicht. Die wollen wir uns jetzt mal anhören, vielleicht für 2010. Aber es ist noch geheim. Ich fahre mit. Ja, danke. Machen wir. Okay.